Im Rahmen von der Klimastrategie von Bioswiss wird das Thema Agroforst immer wichtiger. Daher haben wir einen Probio-Anlass organisiert auf dem Hof von Mairi Betschart, der uns sein Agroforstsystem vorstellen wird. Herzlich willkommen auf dem Biohof Haus Matt. Wir haben ja hier einen Probio-Anlass zum Thema Klima. Und in diesem Zusammenhang ist ja Agroforst in aller Munde. Ich habe die Agroforstparzelle mit meinem Vater zusammen von Anfang an geplant, mit den Reihenabständen, welche Sorten man möchte. Und so ist dann auch, ja, innerhalb von 2 Monaten haben wir das Feld realisiert und so bepflanzt. Und so, wie es jetzt gerade aussieht, ist das Resultat von nach 1,5 Jahren. Agroforstsysteme gewinnen an Bedeutung, weil sie eigentlich in zweierlei Hinsicht eine gute Möglichkeit sind, einerseits Kohlenstoff zu speichern auf der Fläche, gleichzeitig aber auch mithelfen, die negativen Auswirkungen vom Klimawandel auf dem Landwirtschaftsbetrieb abzupuffern, indem wir zum Beispiel mehr Schatten haben, dadurch weniger Verdunstung, es wird mehr Wasser gehalten im Boden, die Biodiversität wird gefördert, das Wurzelwachstum fördert das Bodenleben, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Humus angereichert wird im Boden. Also es sind so komplexe, vielfältige Synergien, die sich da ergeben durch Agroforstsysteme. Das Besondere am Agroforstsystem ist eigentlich, dass man mit den Symbiosen zwischen den Gehölzen und den Kulturen arbeitet. Sie helfen sich gegenseitig aus bei Trockenheiten oder bei Hitzewellen oder auch bei Starkregen und auch bei dem Nährstoffaustausch. In der Schweiz gibt es eigentlich wie so 2 grobe Richtungen. Das eine ist ein Agroforstsystem mit Ackerbau, wie man hier auf der linken Seite sieht. Und das andere sind sogenannte silvopastorale Systeme. Das sind Agroforstsysteme mit Weidenutzung oder mit Nutzung des Graslandes darunter. Und die unterscheiden sich natürlich eigentlich gar nicht großartig von der traditionellen Streuobstwiese. Außer dass man vielleicht die Bäume etwas stärker so plant oder anpflanzt, dass sie der Mechanisierung angepasst sind. Also mal angenommen, man möchte jetzt so ein Agroforstsystem anlegen. Was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten muss? Das Wichtigste ist erstmal, dass man das Ziel vor Augen hat. Was will man überhaupt? Ne? Geht es um die Produktion von Früchten, wie hier zum Beispiel? Dann sollte man Obstbäume integrieren. Geht es um möglichst viel Kohlenstoffspeicher, also um Klimawirkung? Dann müsste man vielleicht sehr frohwüchsige Baumarten auswählen. Also für unseren Betrieb war klar, dass man auf Obst gehen und den Obst auch wir können direkt vermarkten. Für uns war auch klar, dass wir die besten Ackerbauparzellen, die wir haben, das machen. Für uns war auch immer klar, divers muss es sein. Wir haben festgelegt, keine Baumsorten und Arten, die mehr als 4 Bäume sind. Was wir einfach auch die Vielfalt haben. Und umso grösser die Vielfalt ist von einer Agroforstanlage, umso wirkungsvoller ist nachher dann auch die Symbiose unter den Pflanzen, mit den Kulturen im Boden und über dem Boden. Die ganze Parzelle ist 2 Hektar. Die geht vom Nachbargrundstück hier unten, wo nach 6 Metern die erste Baumreihe kommt. Da ist 1 Meter Baumabstand, kommt dann wieder die Dacherkultur. Somit sind zwischen 2 Baumreihen die 12 Meter, die entsteht auf Mechanisierung von 3-metrigen Maschinen, die ich für die Bodenbearbeitung habe. Also das wäre eine Stelle, wo ich genau mir vorstellen würde, wie nachher der ganze Agroforst aussehen für mich. Dann haben wir dort bei der Holzbiege den Hochstamm-Öpfelbaum. 10 Meter Abstand haben wir den anderen Öpfelbaum. In der Mitte haben wir einen Nutzholzbaum, da ist jetzt ein Ahorn. Und da haben wir dazwischen 2 Sandtorn. Und auf der anderen Seite ein Sandtorn und eine Weide. Ein wesentlicher Vorteil von Agroforstsystemen ist ja, dass hier unterschiedlich durchwurzelbare Räume angesprochen werden. Also wir haben einmal die Kulturpflanze, die wurzelt bis zu einer bestimmten Tiefe und der Baum, der wurzelt eigentlich darunter. Und das ist natürlich auch das Ziel, den Baum zu erziehen, dass er unterhalb vom durchwurzelbaren Raum der Kulturpflanze sich ausbreitet. Und da muss man natürlich ein bisschen nachhelfen, ne, indem man zum Beispiel den Bearbeitungsrand vom Ackerbau bis relativ nah an die Baumreihe macht, damit die Seitenwurzeln konsequent abgeschnitten werden. Das Konzept ist ja schlussendlich, dass man zwischen den Hochstammbäumen auch möglichst viel vom Platz her ausnützt.
Eben das Mehretagensystem, man kann Herdöpfel machen, die sogar unter dem Boden ist. Dann kommt das Getreide oder zwischen den Baumreihen Salat oder Erdbeere. Dann kommen die Büsche in der zweiten Etage mit Beere oder Früchte oder Nutzholz. Dann kommen die Hochstammbäume, die ja Obst haben meistens. Und dann kommen die Nutzholzbäume, die noch drüber die Aufsache in die vierte Etage. Seit diesem Jahr gibt es ein neues Förderprogramm für Agroforstsysteme. Das richtet sich an Betriebe in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Und das ist eigentlich aus einer langjährigen Zusammenarbeit mit MyClimate entstanden. Und es ist so ein erstes wirklich eigenständiges Klimaschutzprogramm für Agroforstsysteme. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass es kein Zertifikatehandel ist. Also es ist nicht so ein klassisches CO2-Kompensationsprogramm. So bleibt wirklich diese Senkenleistung auf dem Betrieb und kann für die eigene Betriebsbilanz genutzt werden. Und auch wenn wir jetzt ein Förderprogramm haben und eine Investitionshilfe leisten können, dann ist das eine sehr gute Sache. Aber entscheidend für die Wirtschaftlichkeit sind eigentlich wirklich die Direktzahlungen. Und deshalb ist gute Planung wichtig, damit man auch gewährleisten kann, dass man da reinpasst und nicht aus irgendwelchen Planungsfehlern durch das Raster rutscht. Also wie wir gesehen haben, sind Agroforstsysteme komplex und sehr individuell. Und die Idee wäre, dass neue Arbeitskreise entstehen zum Thema Agroforst. So können sich die Landwirte und Landwirtinnen austauschen und die Erfahrungen sammeln. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite ProBio.